Wem ist denn da kalt? Hallo, mein Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video wird eine Abendroutine und zwar zusammen mit Florian. Und ich war gerade mit Louis draußen und es ist so kalt. Heute Nachmittag ging es eigentlich von der Temperatur, aber jetzt gerade es war so kalt, es war definitiv die falsche Jacke. Louis, war dir auch kalt? Nein, Louis, du hast ein richtig dickes Fell, ne? Ja! Auf jeden Fall ist der Plan fürs heutige Video, euch zu zeigen, wie unsere Abendroutine ausschaut. Und ja, ohne viel Firlefanz würde ich sagen, starten wir. Oh, ich möchte meinen Jogginganzug. Also erst was Bequemes anziehen, dann kochen oder erst kochen und dann was Bequemes? Nee, erst Bequemes anziehen. Und los! Das hier ist jetzt mein Outfit of the Abend. Bademantel, wenn ihr mir auf Snapchat folgt, kennt ihr den, ich liebe den. Und eine Jogginghose und die YouTube-Pushis, die habe ich von YouTube bekommen. Und Florian hat auch welche, auch graue Jogginghose, aber kein Bademantel, sondern... Nee, ich habe den Hoodie noch angelassen, wie es gerade war. Louis, und was trägst du? Was trägt Louis? Was trägt Louis? Dickes Fell und ein Vogel. Süße Maus. Bei der letzten Abendroutine haben wir Pizza bestellt. Das machen wir heute nicht. Florian und ich kochen nämlich eigentlich abends super gerne zusammen. In den Videos macht Florian das ja immer alleine auf seinem Kanal. Aber in echt kochen wir eigentlich schon ganz gerne zusammen, ne? Es sei denn, ich habe gerade ein Video irgendwie hochgeladen. Dann habe ich manchmal keinen Bock mehr zu kochen und dann kocht Julina. Ja. Oder es ist halt gerade was gefilmt. Und fertig, ja. Und fertig, dann isst man halt manchmal das, auch nicht immer. Aber heute machen wir was Neues. Das probieren wir nämlich aus für eins von meinen neuen Videos. Und weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert, probieren wir das heute aus. Yay. Das hier sind die Zutaten für den heutigen Look, wollte ich gerade sagen. Gott, ich bin noch voll in meiner Beauty-Schiene drin. Brokkoli, Nudeln, Zwiebel, Sahne, Knoblauch, wollte ich gerade sagen. Thunfisch. Geriebener Käse und ein bisschen selbstgemachte Tomatensauce. Und wie das im Endeffekt hier drin aussieht, seht ihr jetzt. Ta-ta-ta-ta! Das hier ist der fertige Ablauf. Ich habe so Hunger. Da war jetzt knapp 35 Minuten im Backofen. Ich habe in der Zeit natürlich Social Media gecheckt. Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, alles für euch in der Infobox verlinkt. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Kann es euch nur empfehlen. Wir lassen es uns jetzt schmecken, beziehungsweise gucken mal, ob es schmeckt. Wenn es schmeckt, dann gibt es davon ein Video. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Schatz, essen wir heute in der Küche oder im Schlafzimmer? Da wir kein Wohnzimmer mehr haben, können wir nicht mehr gemütlich im Wohnzimmer. Ich würde sagen, im Schlafzimmer ein bisschen Fernsehen gucken, oder? Fernsehen gucken. Oh mein Gott, Leute, Statement. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erwartet hätte, dass ich das sagen werde. Aber ich bin in einer Serie hooked. Aber richtig, American Gods. Ja, endlich. Also es ist ein bisschen strange zum Teil und sehr grafisch, also ein bisschen brutal und so. Aber ja, irgendwie voll into it. Und ich bin jetzt bei Folge 3 oder 4. Ich liebe es. Von der ersten Staffel. Ja. Gibt es schon eine zweite? Weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt bis Folge 8 durchgeguckt letztens. Ja, aber da hast du selber schuld, weil Florian hat abends angefangen zu gucken und konnte dann nicht aufhören. Wir haben zusammen angefangen zu gucken, aber ich bin sofort eingeschlafen. Deswegen guckt Florian das Ganze jetzt nochmal und ich bin voll into it und wir schauen jetzt mindestens eine Folge American Gods. Ich weiß, viele werden das komisch finden und ich persönlich war auch immer absolut dagegen, im Bett zu essen. Ist voll komisch. Aber wir haben halt kein Wohnzimmer mehr. Und in der Küche haben wir keinen Fernseher. Ja, und eigentlich soll man sich beim Essen ja auch aufs Essen konzentrieren, aber es gibt so viele Sachen, die man eigentlich machen soll. Ja, Realität ist, manchmal macht man es halt einfach doch anders. Und wir gucken jetzt mal, ob das Ganze schmeckt. Lecker. Gut, ne? Richtig lecker. Oh mein Gott. Mhm. Richtig geil. Schatz, dafür musst du ein Video filmen. Wann kommt das online? Nächste Woche auf deinem Kanal? Also heute
mache ich bei mir Corn Dogs, um das jetzt mal gerade zu nutzen. Das heißt, wenn ihr mit dem Video hier fertig seid, einmal rüber auf meinen Kanal, Florian Mennen. Und die da Self-Promo. Machen wir Corn Dogs heute. Ja, aber richtig Self-Promo hier. Und nächste Woche kommt dann irgendwann das hier. Das ist richtig lecker. Das ist und, mega, und das war einfach. Das ging echt gut. Das ging auch schnell. Aber ja, wir schauen jetzt unsere Serie. Yes. Oh, die Folge American Gods ist vorbei und es ist gerade so spannend. Ich würde am liebsten weitergucken. Aber wir zischen jetzt zusammen erstmal ins Badezimmer. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Nein. Jetzt muss ich mich nämlich abschminken und Bett fertig machen. Und da zeige ich euch, was ich mache. Ah, mein Fuß ist so schlimm geschlafen. Soll ich da mal ein bisschen? Nein, sollst du nicht. So ein bisschen. Ah! Florian! Julina übertreibt immer so, wenn sie einen eingeschlafenen Fuß hat. Oh, Louis, guck mal. Julina hat einen eingeschlafenen Fuß. Hör auf, bitte. Quäl mich nicht so. Was soll denn das? Oh, Mann. Okay. Du bist einmal kräftig drauf. Nee, jetzt geht's wieder. Hör auf! Mann! Wie oft soll ich noch sagen? Schluss! Das Erste, was kommt, ist natürlich immer die Wimpern ab. Und früher habe ich die einfach immer im Badezimmerspiegel gepatscht. Aber weil irgendwie die öfters, wegen wem auch immer, verloren und verschwunden sind. Ich habe halt aufgeräumt. Ja, in Müll aufgeräumt. Ja, wusste ich ja. Ich wusste kosten, nicht, dass man die nochmal benutzen kann. Die kosten mehr als seine Existenz. Natürlich kauft man die nicht nur für einmal. Ja, wusste ich nicht. Deswegen bringe ich die jetzt direkt zurück an meinen Schminkplatz und dann schminke ich mich ab. Siehst du, ich musste sie nur 2-3 Mal wegschmeißen und schon. Oh ja. Haben wir was gelernt. Und so gar nicht drüber lachen. Ordentlicher Schluck Gin. Zähne sind geputzt, jetzt gibt's einen ordentlichen Schluck Gin zum Einschlafen. Das hier ist Florians Vintage-Bastel-Fetisch. Und ja, deswegen haben wir eine alte Gin-Flasche mit Mundspülung umfunktioniert. Glaubt uns jetzt aber eh keiner. Nicht schlucken jetzt. Stimmbruch, oder was? Zum Abschminken benutze ich von Klein Nike diesen Thai-Käse Day auf Bahamas. Und davon braucht man halt nur super wenig, weil wenig hilft viel. Und das massiere ich einfach in mein komplett geschminktes Gesicht ein. Und das Gemeine ist, während sie das jetzt einmassiert, kann ich das ja kurz erzählen, das steht genau da, wo sonst von Julina immer die Creme steht und es sieht halt aus wie Creme. Und ich habe halt nicht gelesen, ich habe nur Klinik gelesen und habe gedacht, ja, okay. Also waren da doch seine Finger drin? Ja, ich habe aber nicht viel, ich habe ein bisschen genommen in den Händen. Nee, da war ein großes Detsch-Ding. Und ich habe deinen Finger sehr wohl erkannt und habe noch gedacht, hä, wofür das denn? Ja, ich habe dann halt so gemacht, habe mich damit eingecremt. Und bist du so schlafen gegangen? Nein, nicht abends. Tagsüber. Ich dachte, das wäre eine Tagescreme. Vor allem take the day off. Ich hab gar nichts gelesen. Auch Florian. Manchmal ist es für mich ein Mysterium, wie du es überhaupt geschafft hast, so lange zu überleben. Ohne dich, ne? Ja. Ohne von Bus zu rennen oder so. Aber das ist ja eigentlich mein Spruch. Ich denke ja ganz oft, wenn ich irgendwelche Leute draußen beobachte, dann denke ich so, mein Gott, wie haben die das geschafft, sich morgens alleine anzuziehen? Aber... Das weiß man ja immer nicht. Vielleicht haben die ja ein bisschen Hilfe. Was nimmst du jetzt? Ich nehme von... Entschuldigung. Beauty-Guru-Anfänger. Das war schwarz. Ja, weil ich meine komplette Schminke mit diesem Balm im Gesicht verteile. Und die Mascara färbt halt überall jetzt ab. Und das, sobald es mit Wasser in Verbindung kommt, schmilzt halt runter. Ich benutze von MAC das Waschgel Lightful. Heißt das so? Hä, kannst du nicht lesen? Da steht MAC. Und das ist aus der Liegt Fuhul Serie.
Warum benutzt du genau das? Weil ich das gut benutze. Und was ist daran gut? Das macht sauber und fühlt sich sauber an, schäumt schön. Ich hasse solche Sachen, wenn die nicht schäumen. Kann ich nichts mit anfangen. Macht sauber und schäumt gut, kannst du auch Waschmittel nehmen, oder? Make-up ist runter. Der nächste Schritt ist super wichtig, und zwar ein Toner. Ich persönlich war mir nicht bewusst, wie wichtig oder was für eine krass positive Veränderung ein Toner bringen kann. Was? Ein Toner. Was ist das? Der reguliert den pH-Wert der Haut nach dem Abschminken. Und ich liebe diesen hier, der ist von Pixi. Der ist auch relativ günstig. Ich glaube 7 oder 8 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar ist es der Glow Tonic, und seitdem ich den benutze, ich hatte zwischendurch auch so ein bisschen Probleme so mit Blackheads und so, nicht richtig Pickel, aber so eklig halt, und das ist komplett weg. Durch das Spray? Ja. Also ich kann so doll an meiner Nase drücken, da kommt gar nichts mehr. Und das hatte ich vorher eigentlich immer. Dann würde ich das auch, darf ich das auch benutzen? Ich hab doch gerade gesagt, war gut. Florian hat nämlich immer die Affinität, gerade die teuren Sachen, also wo man eigentlich sparsam mit umgehen sollte, drauf zu spachteln, also ob es keinen Morgen mehr gibt. Und warum machst du das mit so einem Wattepad? Nimmst du da noch Make-up mit runter, oder? Nein, aber das zieht alles aus den Poren, was noch drin ist. Ach so. Muss ich das auch mit so einem Wattepad machen? Wie würdest du es denn sonst machen? Ja, mit den Händen. Ja, genau. Du willst es nicht verteilen, du willst es da rausziehen. Mach's doch einfach. Der Tonic alleine ist auf jeden Fall ein bisschen fast aggressiv. Also nee, auf gar keinen Fall. Ich habe die empfindlichste Haut der Welt und selbst für mich funktioniert der super. Aber ich muss den erstmal dann so 10 Minuten auf der Haut einfach verdampfen lassen, weil ich so hot bin. Das sollte ein Witz sein und es wäre fast ein Nippelblitzer geworden. Oh Gott. Professional. Und dann mache ich weiter mit meiner Fly Guy Rotinai. Wie hat sich das angefühlt? Achso, ich war jetzt abgelenkt von deiner Fly Guy. Fly Guy Rotinai. Ja, wie Gesichtswasser, ne? Ihhh! Florian! Zeig das mal, wie das aussieht. Ja, guck dir deins mal an, als ob das besser wäre. Meins ist einfach nur leicht beige von minimalen Rückständen. Bei dir sind richtig schwarze Fusseln drin. Wo kommen die denn her? Und das, nachdem du dir gerade das Gesicht gewaschen hast. Kannst du mal sehen, wie sauber dein Gesicht normalerweise ist. Der Tonic ist ein bisschen verdampft und wir machen weiter mit Pflege. Und da habe ich Florian auch mit angestiftet. Und zwar ist das hier ein Augenserum von Biotherm, und zwar aus der Blotherapie-Serie. Das ist ganz cool mit so einem kleinen Applikator und machst da einfach so und so. Von Biotherm? Weiß ich nicht. Florian hat es nicht so mit Aussprache. Und natürlich auch fürs komplette Gesicht ein Serum. Serum ist einfach immer der Fahrstuhl für die Pflege. Und das hier ist von Kiehl's. Das liebe ich übrigens auch. Oh, nee, Schatz, im doch. Ernst, das ist für 8 Leute. Man nimmt 2 Tropfen. Echt? Nee, im Ernst, gib mir was ab. Stopp. Nee, und du saugst das nicht von deiner dreckigen Hand zurück in die Flasche. Spinnst du? Oh. Echt? Du nimmst eine ganze Ampulle? Ja, ich nehme immer so. Ich habe mich auch nur gewundert, aber ich finde, es riecht halt gut. Boah. Leute, ganz ehrlich. Und du findest es komisch, wenn ich nicht weiß, dass man für Schrauben Dübel braucht. Naja, das ist... Nee, Entschuldigung, das ist genauso selbstverständlich, dass man nicht eine komplette Ampulle oder Pipette nimmt. Ja, warum kann man denn so viel da reinmachen? Damit man im Zweifelsfall ganz unten rankommt. Wie willst du den Saugmechanismus denn sonst machen? Ach so. Was nehmen wir als nächstes? Augenpflege auch von Kiehl's, die Avocado Eye Treatment. Und dann noch eine koreanische Gesichtspflege mit so Schneckenschleim. Weiß ich nicht. Habe ich relativ neu, finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich habe jetzt in letzter mit Zeit... Schneckenschleim? Ja, ich habe jetzt Berichte gehört, dass es halt voll Tierquälerei ist. Ich weiß es nicht. Wunderschön.
Und jetzt last but not least der Schneckenschleim. Du machst es, Entschuldigung, aber du machst es genauso wie ich, ne? Wenn du die Augen eincremst, machst du da so. Ja, damit es straff ist. Das langt fürs komplette Gesicht. Jetzt, wo ich weiß, was das ist, möchte ich das nicht mehr. Wieso? Es ist Schneckenschleim. Nein, es ist mit Schneckenextrakt. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht gut. Natürlich benutze ich es jetzt zu Ende, weil das wegzuschmeißen wäre halt auch scheiße. Aber, wenn das stimmt, was ich dann in Internetblogs gelesen habe, ist das halt gar nicht gut für die Tiere. Wir sind durch. Florian treibt mich heute echt zur Weißglut. Das ist so anstrengend mit ihm. Ich habe zwischendurch das Gefühl, ich habe 3 Kinder. Florian, Florian und Louis. Ah, Florian, ja. Louis, komm in dein Bett. Fein. Fein. Gute Nacht, Louis. Gute Nacht, Louis. Öhrchen? So artig. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Aber ja, auch wir sagen in diesem Sinne gute Nacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst uns auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und schreibt uns mal in die Kommentare, was eure absolute Must-Haves in eurer Abendroutine sind. Was macht ihr so? Ohne was könnt ihr definitiv nicht ins Bett gehen? Ich hoffe doch, ihr sagt alle abschminken. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um beim nächsten Mal auch wieder mit dabei zu sein. Auf jeden Fall aufs Glöckchen drücken. Ich wünsche euch süßen, ganz süße Träume. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.